Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen von Herzen ein gutes, gesundes und zufriedenes neues Jahr. Ein Jahr, das uns schon zu Beginn wieder sehr fordern wird. Seit 16. Dezember gilt der zweite harte Lockdown, zunächst bis 31. Januar. Auf unserem Landkreis sind die Fallzahlen noch immer sehr hoch. Jetzt, wo wieder verstärkt getestet wird, steigen auch die Fallzahlen wieder an. Wir sind aktuell bei einem Wert von über 160. Was heißt das für uns? Wir werden weiterhin alles daran setzen müssen, die Fallzahlen nach unten zu bringen. Dazu sind weitere Maßnahmen notwendig. Sie sind angekündigt im Bereich der Schulen, der Kindergärten, aber auch im privaten Umfeld. Und noch immer heißt es, Abstände halten, Kontakte vermeiden, Hygienemaßnahmen ergreifen. Nur wenn wir gemeinsam zusammenhalten, wird es gelingen, die Inzidenz dauerhaft unter 100 zu drücken. Eine wichtige Rolle spielt dabei unser Impfzentrum. Impfen, das wird die weitere wichtige Notwendigkeit sein, gemeinsam die Pandemie zu bekämpfen. Seit 15. Dezember steht die Infrastruktur unseres Impfzentrums in Gablingen. Mit unserem bewährten Partner Ecolog haben wir die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen, um flächendeckend zeitnah impfen zu können. Begonnen haben wir mit den ersten Impfdosen gemäß der Priorisierung in unseren alten Pflegeeinrichtungen. Zwischenzeitlich konnten über 2000 Mitbürgerinnen und Mitbürger in diesen Pflegeeinrichtungen geimpft werden. Die Impfbereitschaft ist deutlich hoch. 80% der Bewohner und über 60% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich dort bereits impfen lassen. Wir werden regelmäßig mit Impfstoff über den Freistaat Bayern beliefert und werden diesen nach der vorgegebenen Priorität dann entsprechend den Mitbürgerinnen und Mitbürgern zur Verfügung stellen. Wir gehen Stand heute davon aus, dass in der zweiten Januarhälfte auch begonnen werden kann, die über 80-jährigen Mitbürgerinnen und Mitbürger des Landkreises in unserer Impfstation in Gablingen impfen zu können. Auch wenn der Impfstoff zurzeit nur in begrenztem Umfang zur Verfügung steht, bin ich zuversichtlich, dass es uns in den nächsten Wochen und Monaten gelingen wird, viele Teile der Bevölkerung entsprechend zu impfen. Dazu bitte ich Sie um Ihre Unterstützung, da bitte ich um Ihre Geduld. Aber ich bitte Sie vor allem, wenn Sie sich impfen lassen können, dann kommen Sie und lassen Sie sich impfen. Nur gemeinsam können wir diese Pandemie bewerkstelligen. Das wünsche ich Ihnen und das wünsche ich uns von Herzen zu Beginn dieses neuen Jahres.